Seid gegrüßt, liebe Modelle und Freunde, hier bei Tom's Mowelt zu einem weiteren Video. Es geht heute um Rockrail, um Blockgeschwindigkeiten und um Fahrstraßengeschwindigkeiten. An dieser Stelle sei erwähnt, dass ich keine offizielle Support-Seite oder kein offizieller Support-Kanal von den Rockrail-Eigentümern bin. Ich gebe keine Garantie auf Richtigkeit von das, was ich hier erzähle und zeige, und natürlich auch keine Gewährleistung. Dafür seid ihr selbst verantwortlich. Ich richte mich auch nicht zwangsläufig unbedingt in meinen Erklärungen nach dem Wiki. Es gibt ja immer wieder Rockrailer, die ankommen, du hast das alles falsch erklärt. Ich erkläre das mit meinen Worten, weil ich der Meinung bin, ich kann es einfach besser erklären. Was nichts damit zu tun hat, ob ich es auch immer besser weiß, ob es dann technisch auch richtig ist. Das ist eine andere Geschichte. Das müsst ihr selbst ausprobieren. Bei mir funktioniert das, so wie ich das in meinen Rockrail-Videos euch zeige, immer einwandfrei, und ich habe damit schon, ich kann die Rockräder nicht mehr zählen, den ich in den letzten 2 Jahren mit meinen Erklärungen zu Erfolg verholfen habe. Aber an dieser Seite musste ich diese rechtlichen Dinge nochmal eben loswerden. Also, wir beschäftigen uns heute mit den Geschwindigkeiten von Block zu Block. In diesem Fall nehmen wir uns mal ganz einfach den Block 6 zu Block 3 und zu Block 2 vor. So, wenn ihr euch einen Block hier anlegt in eurem Gleisplan, geht ihr hier mal auf Eigenschaften, und dann ist standardgemäß von Rockrail vorgesehen, dass alles hier, das war jetzt eben versehen, weil ich schon ein bisschen probiert habe, alles auf Reisegeschwindigkeit gesetzt ist. Das heißt, der Zug fährt in diesem gesamten Block, oder die Lok, in diesem gesamten Block 6 mit Reisegeschwindigkeit, fährt hier raus, beschleunigt oder fährt, wenn sie ankommt, mit Reisegeschwindigkeit bis in den Enter-Bereich, also einschließlich des Enter-Bereiches in Block 2 und Block 3. Er würde auch hier in den Block 1 mit der gleichen Geschwindigkeit fahren. Hose wie Jacke. Also von diesem Block zu diesen drei Blöcken fährt der Zug mit Reisegeschwindigkeit. Wir können das jetzt auch ändern, sagen, nee, ich möchte bei der Abfahrt, also bei Verlassen dieses Blockes, nicht mit der Reisegeschwindigkeit fahren, sondern mit der mittleren Fahrgeschwindigkeit. Dann klicke ich das entsprechend hier an, klicke auf Übernehmen, und der Zug oder die Lok fährt von diesem Block in alle diese drei Blöcke mit der mittleren Fahrgeschwindigkeit. Die mittlere, die maximale und die minimale Geschwindigkeit sind eingestellt entsprechend in den Lokeigenschaften. Ich gehe davon aus, dass an dieser Stelle ihr eure Lokomotiven eingemessen habt mit der Messstrecke von Rockrail, oder was ich empfehlen kann, ist mit einem Locospeed. Das ist deutlich eindeutig genauer, um einen Zug einzumessen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich zeige auch hier heute nicht in Prozent, sondern das lasse ich hier voll weg, weil ich hier in den Eigenschaften meiner Lokomotiven, also das ist nicht mein Gleisplan, den habe ich mir mal von dem Jürgen ausgeliehen, der hat hier bei der Geschwindigkeit auch km/h angegeben und seine Lokomotive entsprechend angemessen. Es gibt auch Rockräder, die hier auf Prozent lassen, aber ich zeige euch das hier mit den km/h. Im Grunde genommen ist das mit Prozent genau das gleiche. So, jetzt haben wir gelernt, der Zug fährt hier mit den angegebenen Geschwindigkeiten rein und raus, beziehungsweise raus, die mittlere Fahrgeschwindigkeit oder die Minimum und die minimale Geschwindigkeit oder die Reisegeschwindigkeit. Man kann natürlich auch die maximale Geschwindigkeit einstellen. Das ist euch vollkommen überlassen, selbst überlassen. So, aber wie gesagt, der Nachteil ist, dass jeder Zug und jede Lokomotive mit der Reisegeschwindigkeit, nehmen wir jetzt mal an, wir lassen das alles wie es Rockrail vorgesehen hat zu Anfang bei dem Einrichten dieses Blockes, die Reisegeschwindigkeit, und der Zug soll hier in den Block 2 oder sogar in den Block 1 über 2 Weichen fahren, in den Bahnhof hinein, dann wird er möglicherweise, je nachdem wie die CV4 in eurer Lokomotive eingestellt ist, abbremsen, aber wenn er hier mit der Reisegeschwindigkeit reingebrettert kommt, wird er niemals rechtzeitig an eurem Signal oder da halten sollen, wo er halten soll. Er wird mit Sicherheit ein bisschen drüber schießen. Das heißt, wir müssen schauen, ob wir nicht vorher schon die Geschwindigkeit auch auf Hinsicht dieser Weichen gedrosselt bekommen.
weil die Blockeinstellung ja alles so angegeben ist, dass von Block 6 nach Block 3, 2 und 1 die Reisegeschwindigkeit angelegt wird. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir eine Fahrstraßengeschwindigkeit setzen. Und zwar die Fahrstraße Block 6 nach Block 1 soll nicht Reisegeschwindigkeit sein, sondern wir üben das hier mal mit der Minimalgeschwindigkeit. Das heißt, wir suchen uns die Fahrstraße raus, Block 6 die Plusseite zu Block 1 die Plusseite. Und dann gehen wir hier auf Tabellen, Fahrstraßen, klicken dann, suchen uns dann hier die Block 6 plus Block 1 plus Fahrstraße heraus und klicken auf Geschwindigkeit und sagen, du sollst nicht die Blockgeschwindigkeit heranziehen, sondern meine eigene. Und dann gehe ich hier jetzt, also die Fahrstraßengeschwindigkeit, setzen das hier auf Minimum. Die Geschwindigkeit für Warten ist noch eine andere Geschichte. Das heißt, wenn der Zug in eine Fahrstraße angelegt ist, er aber im nächsten Block warten muss, weil eine Fahrstraße kreuzt oder irgendwo was anderes angelegt, also der Zug muss dann warten, ja, dann könnt ihr hier auch noch eine extra Geschwindigkeit angeben. Ihr könnt aber auch noch hier eine Geschwindigkeit angeben für diese eine Fahrstraße. So, wir bleiben aber hier erstmal hier oben. Die Geschwindigkeit von Block 6 nach Block 1 soll die minimalste Geschwindigkeit sein. Dann gehen wir ganz einfach hier, klicken das auf Minimum an und auf Übernehmen. Ganz wichtig, wenn ihr hier in diesen Fahrstraßeneigenschaften etwas verändert, egal ob hier oder hier oder hier, solltet ihr ganz einfach hier in Übersicht hier unten Markierung automatisch entfernt anklicken, dass alle eure Fahrstraßen auf manuell gesetzt werden. Wenn ihr dann irgendwann Fahrstraßen hinzufügt oder Blöcke hinzufügt und das Routing aktiviert, werden diese Veränderungen hier nicht überschrieben in die Standardeinstellung. Das bleibt dann alles so, wie ihr das verändert. Wenn ihr das nicht macht, setzt beim Routen automatisch diese Einstellung rockrell wieder zurück. Und wenn man ein paar Fahrstraßen hat, ich habe zum Beispiel gute 300 Fahrstraßen, alles nochmal neu zu machen, dann ist das schon eine ganze Menge Arbeit. Hier ist das noch ein bisschen übersichtlich, aber es muss ja nicht unbedingt sein. So, also schauen wir es nochmal an. Block 6 plus Block 1 plus die Geschwindigkeit Minimum, das Übernehmen und auf OK. Und was passiert, was würde passieren? Von Block 6 nach Block 1 fährt die Lokomotive oder der Zug nicht in der Reisegeschwindigkeit, sondern bremst ab dem Innenbereich hier hinten von der Abfahrtseite runter auf die Minimalgeschwindigkeit und fährt mit Minimalgeschwindigkeit in Block 1 ein bis in den Enterbereich und dann hier drüben in den Innenbereich und sie dann zum Stehen kommt. So, aber sie würde weiter in Reisegeschwindigkeit fahren von Block 6 nach Block 2 und nach Block 3. Weil da haben wir nichts verändert. Diese Fahrstraße haben wir nicht verändert und von 6 nach 3 auch nicht. Wir machen das jetzt nochmal eine weitere Übung. Wir sagen, okay, wir wollen von Block 6 nach Block 2 auch mit einer anderen Geschwindigkeit fahren. Dann gehen wir hier wieder rein in die Fahrstraßen, suchen uns Block 2 nach Block 3. Suchen uns Block 6 nach Block 2 raus, die haben wir hier, gehen auf Geschwindigkeit und da soll sie mit der mittleren Fahrgeschwindigkeit fahren, drücken dann wieder auf Übernehmen und auf OK und die Lok fährt in den Block 2 mit der mittleren Fahrgeschwindigkeit, in Block 1 mit der minimalen Fahrgeschwindigkeit und weil wir hier nichts verändert haben, von Block 6 nach Block 3 fährt sie die Reisegeschwindigkeit. Das gleiche können wir mit allen anderen Fahrstraßen auch machen. Hier haben wir zum Beispiel einen Kopfbahnhof. Da können wir sagen, so wenn ich jetzt hier schaue, wird er aus Block 1 herausfahren mit der Reisegeschwindigkeit. Ja, aber wir haben ja die Reisegeschwindigkeit eingestellt. Wir lassen das jetzt einfach erstmal so. Wir wollen ganz einfach speziell nur diese eine Fahrstraße ändern, weil hier ja wieder eine andere Fahrstraße ist und vielleicht auch der Zug oder die Lok eine ganz andere Geschwindigkeit fahren soll. Warum auch immer, das ist euch überlassen. Aber von Block 1 nach Block 8 soll eben eine andere Geschwindigkeit gefahren werden
Und dann können wir hier nochmal üben. Block 1, Minusseite, weil wir bei der hier ja die Minusseite hier haben. Block 1 nach Block 8 plus. Hier ist das Pluszeichen. Also haben wir hier die richtige Fahrstraße am Wickel. Klicken auf Geschwindigkeit. Geben hier Minimum an. Mal angenommen, das ist halt nicht weit weg. Und er soll hier in den Kopfbahnhof eben langsam reinfahren. Dann fährt er jetzt mit der Einstellung. Mit der Minimalgeschwindigkeit los. So, umgedreht ist mal angenommen, hier steht ein Zug jetzt drin oder eine Lokomotive. Würde er jetzt hier wieder, weil wir hier ja noch nichts geändert haben, die Fahrstraße 8, Block 8 Plusseite nach Block 1 Minusseite ist nicht betroffen. Da würde er ja noch die Blockeigenschaftengeschwindigkeiten fahren, also die Reisegeschwindigkeit. Wenn wir Block 8 mal anschauen, dann werdet ihr feststellen, dass wir hier in den Einzelheiten die Reisegeschwindigkeit festgesetzt haben. Jetzt könnte man das folgendermaßen machen, da ja hier es nur eine Fahrstraße gibt, nach Block 1, von Block 8 nach Block 1 und nicht sonst nirgendwo weiter, kann man natürlich gleich hier sagen, sowohl Abfahrt als auch Ankunft mache ich auf Minimum. Ja, Hose wie Jacke. Das könnt ihr jetzt machen, ihr habt hier die Wahl quasi, ihr könnt aber auch die Fahrstraße wählen. Block 8, Plusseite. Hier unten ist es gibt nur diese eine Geschwindigkeit. Nehmen wir mal an. Minimum übernehmen und auf OK. Und schon dödelt sie hier von Block 8 nach 1 in Minimalgeschwindigkeit. So, das war einsteigerbezogen, wirklich nur den Einstieg. Man kann da jetzt noch ganz, ganz viele Sachen mitmachen. Viele Feinheiten. Das ist schier unglaublich, aber hier für den Einstieg und dafür nur dafür ist dieses Video gedacht, für den Einsteiger, der seine Geschwindigkeiten zwischen den Blöcken in den Fahrstraßen etwas verfeinern möchte oder einstellen möchte, für den ist dieses Video gedacht. So, das war mein letztes Rockrail-Video für diese Saison, also für die Saison 2021, 2022. Ich bin für euch in Sachen Rockrail erst wieder ab September da. Ich gehe jetzt in den Modellbahnurlaub bis Mitte September. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ein Video kommt noch, ein reguläres Video am Karfreitag. Aber Rockrail ist jetzt erstmal vorbei. Bis dann. Tschüss.